Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play, und zwar Crysis 2 mit mir, Domingo Viva, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Play. Ja, ich dachte mir, komm, Crysis 1 gemacht, Crysis Void gemacht, jetzt fehlt noch Crysis 2 und dann irgendwann Crysis 3, aber erstmal Crysis 2 natürlich. Wir starten eine Kampagne, eine neue Kampagne. Was sollen wir nehmen? Komm, nehmen wir mal den Soldaten. Und da wünsche ich euch viel Spaß. In Kürze mehr darüber. Also Gary, Spiel. Was darf sein? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mir bisher durchaus gefällt, was ich hier in New York so sehe. Die Mannschaft ist wie üblich sehr stark. Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit L.A. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke, und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit den Gesundheitsmeldungen. Drei weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. Crynet haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargreave Rash konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit könnten Transportwege wurden gesperrt. Shell versucht. Der Benzinpreis droht die gefürchtete 20. Wir müssen das Vertrauen in unsere Gesetzeshüter wieder verhandeln. Wo ist unser Militär? Los, los, los! Ein kurzes Video, ja, jetzt lädt erstmal der Bildschirm von Crynet System Suit. Und ja, wie gesagt, mal schauen, wie Teil 2 ist. Ich habe Teil 2 natürlich schon mal angespielt, klar. Ist ja auch schon länger draußen, das Spiel. Aber noch nie durchgezockt. Ich glaube, ich habe immer nur den Anfang gespielt. Ich kann euch sogar sagen, wo ich dann aufgehört habe gleich. Wo ich dann sozusagen blind spiele. Aus der Tiefe, Hudson River, New York, 23. August, 5.13 Uhr. Roger. Bestätige Punkt Süd 1. Schwertfisch 3. Irgendwelche USS Nautilus, Hudson River, noch immer noch. Im Jahr 2023. Force Recon Extraktionsteam Omega 1. Name der letzten Person, Dr. Nathan Gould. Dr. Nathan Gould. Gold. Irgendwie so. Schläft der Arsch ein. Wir warten hier, bis wir den Befehl kriegen, ein paar böse Jungs umzunehmen. Ruhig, Blut, Marine. Da oben sind keine bösen Jungs, Folsom. Ich sag doch, das ist eine rein humanitäre Krise. Ebola oder so eine Scheiße. Sagen Sie es ihm, Alcatraz. Alcatraz redet nicht viel heute Morgen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass Sie noch leben. In Ordnung. Das ist doch Scheiße. Kein Mensch holt die Force Recon für eine Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Das schwöre ich. Das kann ich runter von mir. Achtung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. 10 Minuten, Waffen bereit machen. Sag ich doch. Das Ebola-Virus bekämpft man nicht mit einem M16. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab was von einer Alien-Invasion gehört. Na klar. Kommt E.T. auf? Was zum Teufel war das? Raus hier, Leute! Zurück! Alle Mann von Bord! Ich wiederhole, alle Mann von Bord! Schwimmer Schaden in Auslaut! Zentrale, wir sind getroffen! Wir sinken! Oh oh, und nun geht's los hier! Du gehst uns! Bist du tot! Die Klappe! Hilf dir mal jemand! Muss ihn lang! Ah, da. Ich will aber noch mit, ne? Nimm ihn mit, Jungs!
das hat uns bloß getroffen, ey. Bestimmt irgendwie eine Rakete irgendwie sowas, ey. Oder wir so Alien-Zeugs. Ab in die Freiheit. Ab nach oben. Ich hab's geschafft, oder? Hab ich's geschafft? Ja, doch. Chino! Chino! Hat's nicht geschafft. Alcatraz war der Letzte. Was ist mit diesen Leuten geschehen, Mann? Einfach nicht berühren. Hey! Die Freiheitsstatue hat wohl einiges einstecken müssen. Und was ja, jetzt? Aber noch steht sie. Sture Schlampe. Hey! Was zum Teufel? Feinde! Meine ganzen Kollegen alle über den Haufen gemäht oder was, ey. Das geht ja überhaupt nicht. Wer zieht mich denn da? Oder schwimme ich jetzt gerade noch? Hilf mir! Bitte! Wo ist meine Unterstützung? Bitte helf mir! Wo ist das U-Boot? Haben die verdammten Seth denn alle ausgeschaltet? Das kann nicht sein. Ghoul zählt auf uns. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh, 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 oh. Aber die Stimme kenne ich, aber ich könnte jetzt nicht zuordnen zu dem. Psycho vielleicht? Ich weiß echt nicht. Electronic Arts präsentiert eine Crytek-Produktion in den Hauptrollen. Ein Kivet Yearly-Spiel. Wie ein Trailer jetzt hier. Muss ich mir das angucken? Ziel gesichtet. Sichtkontakt.
Crysis 2! Okay, das war ja wie bei Teil 1, dass man sich da auch so eine Art Trailer angeguckt hat. Wie das alles funktioniert mit dem Stärker und unsichtbar und so. Ja gut. Ist halt so, ne? Oh mein Gott. Aber Action auf jeden Fall. Wenn das wie im Trailer ist, so das Spiel, wie gesagt, ich kenne halt den Anfang schon ein bisschen, als ein bisschen ruhiger. Aber wenn es dann wirklich so extrem wird, alter Vater. Dann mal nicht von schlechten Eltern. Zweite Chance. Pier A, Battery Park, New York, 23. August, 6.37 Uhr. Jetzt habe ich den Anzug an. Aha! Okay. Alcatraz, mehr kann ich nicht tun. Und zwar für keinen von uns. Sie sind meine letzte Chance. Ghouls letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin verseucht. Aber Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja, ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab ihm den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Finde und beschütze Nathan Gould. Knacke das Vorhängeschloss. Alter. Okay, das ist also Prophet gewesen. Oder? Prophet? Alter, naja gut. Und er hat mir den Anzug genommen, weil durch die jahrelange oder Zeit dieses Anzugs tragen hat er natürlich ja gut, ein bisschen drunter gelitten. Wir haben hier am Strand frische Leichen. Ein paar leben auch noch, glaube ich. Und ja. Jetzt sind wir sozusagen verantwortlich für alles das, was hier jetzt passiert. Hier spricht Dr. Aquila Roy, Med-Krisenteam 1. Heute ist der fünfte Tag und wir haben praktisch noch keine Fortschritte beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Virus gemacht. Ziele zeigen vorübergehend Wirkung, vor allem Tramarovax und seine Generika. Aber letztlich schreitet der Prozess doch immer weiter voran. Wir können nichts anderes. Prophet? Hier ist Gold. Hören Sie mich mal? Prophet? Aquila, wird es jetzt wirklich nicht politisch werden? Nein, Jeff, Sie müssen es wissen. Ich möchte etwas zum Protokoll geben. Prophet? Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Also war auf jeden Fall ein bisschen... Oh, sieht schon geil aus. Munition. Die Suchfunktion des Weisers ermöglicht dir die Beobachtung aus sicherer Entfernung. Gut, wo muss ich jetzt lang? Runter einfach, ne? Hören Sie, Prophet. Cells suchen in der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Mei doch gerne, Alter. Habe ich eigentlich schon hier... Oh, wo ist das denn?
Ah, guck mal, was ist das denn? Ah, das ist noch was Neues. Okay, das kenne ich noch gar nicht. Was war das? Was ist das? Ducken. Okay. Das sind die einzelnen Sachen. So, erstmal hier. Ach, Schaltwaffe habe ich noch nicht. Oh, nee. Okay, das heißt, ich muss ganz normal mit Pistole kämpfen, aber unsichtbar. Motherfucker, Alter. Mal ja kurz gucken, wo ist denn unsichtbar? Dann nehme ich mal die geile Waffe. Mal kurz gucken, wie viele Patronen hat er. Jetzt gehe ich nochmal zurück und holen wir nochmal kurz ein bisschen Munition. Genau, dass das schön aufgepumpt ist, das Ganze. Und warum zeigt er mir das noch an? Oder einfach nur, dass da was ist. Ja, kann natürlich auch sein. Hä, das verstehe ich nicht. Wo ist denn Unsichtbarkeit? Naja, muss ich vielleicht auch nicht verstehen. Kann ja auch sein. Aber wollen wir mal in diesen... Weiß nicht, was ist das? Castle Clinton. Irgendwie Museum bestimmt oder sowas. Trete ich mal ein. System Override. Was war das? Die Stealth-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Wahrnehmung an. Tarnfeld aktiviert. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzugenergie. Ich weiß. Eins würde ich gern wissen. Aber nicht, wenn man geduckt ist. Und wenn Prophet in dem Ding durch die Stadt rennt, verbreitet er das Virus. Vielleicht hat er den Outbreak ja sogar ausgelöst. Das glaube ich nicht. Das ist was Persönliches. Ich habe gehört, dass Lockhart einen Neffen in dem Nanosuchprogramm hatte. Dann ist irgendwas schief gegangen. Haha. Hab ich die mal kurzerhand mal... Prophet, hören Sie! Ich bin vor der Evakuierungsstation. Die müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Verlasse das Castle über das Dach. Kein Problem. Tarnfeld aktiviert. Der Hubschrauber, der ist mir ein bisschen... Oder kommt der? Ist er einfach nur... Ah, okay. Das war's schon wieder? Jungs, was ist los mit euch? Ihr habt ja nichts drauf hier, ey. Du hast mich böse gemacht. Ja, vor mir ist auf jeden Fall ein Gegner. Lauf du mal weiter.
Verstanden. Führen Sie Suchmuster aus. Das Problem ist, da ist auch noch einer. Hier ist nichts. Ich finde ihn nicht. Vielleicht ist er im Tarnmodus. Vielleicht? Vielleicht bin ich auch Manuel Neuer. Kontakt. Alles sicher. Finden Sie ihn. Er muss in der Nähe sein. Oh. Da war also noch einer im, im Dings. Holy moly. Wo muss ich denn lang? Oh, 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 oh. Ja. Jetzt fange ich nochmal hier an. Okay. Oh gut. Vorrücken, Bewegung, ausschwärmen und jeden Zentimeter nach vorne. Das ist der. Vier gesichtet. Motherfucker, Alter. Dann versuchen wir es halt nochmal. Nur geradeaus. Okay. Keine Ziele. Einsatzgebiet sicher. Aktiviert. Holy moly. Ihr werdet mich nicht sehen. Nein. Da ist ja gar nichts. Scheiße. Jetzt aber. So. Prophet, hier sind überall Zellen. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich. Wie einer immer denkt, ich wäre Prophet, ey. Ah gut, ich habe mich auch noch nicht gemeldet, ne? Achso, ich muss da durch. Einmal bitte. Danke. Open bitte den Kontrollpunkt. So viel zur Eindämmung, armes Schweine. Ja.
Die Mediums hatten nie eine Chance. Haben Sie die Leichen gesehen? Geschmolzen und so? Meine Güte. Nähere dich unbemerkt Feinden, um sie geräuschlos auszuschalten. Also, wie sicher ist Ihr Zuhause bei einem Erdbeben? Sie halten das vielleicht für eine seltsame Frage, wenn Sie gerade in Kalifornien leben. Aber da täuschen Sie sich. Erhöhte seismische Aktivitäten in den gesamten Vereinigten Staaten betreffen in den letzten 3 Jahren... Können Sie mich hören? ...in denen man eine verursachte Bedrohung durch Erdbeben bis zu unmöglich hielt. Aus dem Staat New York berichtet nun Michelle Sikorski, die Bewohner des Staates New York. Versuche System Neustart. Erst Säuberung aktiv. Tarnfeld aktiviert. Erst Säuberung abgeschlossen. Standby. Magnetsiegel freigegeben. Mach auf den Schuppen, ich will. Eine Schadstoffe entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung. Brich die Sicherheitstüren auf. Ach so. Komm, ein bisschen mehr Power. Ah, sieht schon geil aus. Es hat schon was. Richtig nice. Cool. Tarnfeld aktiviert. Also die scheiß Aliens, ey. Ah, ich hasse die Dinger, ey. Hören Sie, mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Steht wieder, glaube ich, aber Sie sollten schnell herkommen. Alles fällt auseinander. Infektionen überall, arme Schweine. Und Cell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die Sepp auf. Bleiben Sie in der U-Bahn, das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben Sie die Marines mitgebracht. Finde den Eingang der U-Bahn. Das soll doch kein Problem sein. Mal kurz ein bisschen den Eingang zur U-Bahn zu finden, oder? Gehen wir einfach durch den Laden durch hier. Hallo. Oh, was ist das denn da? Ein Computer? War doch gut, oder? Hallo? Müssen wir hier irgendwo lang gehen, ne? Wir müssen bestimmt nach oben, oder? Du lebst ja noch! Warum sagst du das denn nicht? Okay.
Kein Problem. Ich hab alles im Griff. Holy moly, ey. Mal kurz hier rein, einmal kurz shop. Alter, bist du dumm oder was? Das ist aber noch ein zweiter hier. Versuchen wir mal. Hier ist das blaue Ding. Also da oben, oder was? Oh, im Subway reingehen. Ja, das glaube ich eher. Ach du Scheiße, sieht der Kacke aus. Die U-Bahn war vermutlich nicht die beste Idee. Ich kriege Dutzende von Hitzesignaturen direkt unter ihnen. Oh Scheiße, runter von mir, verdammt! Ich habe alles Menschenmögliche getan. Ich habe mich um alle gekümmert. Jetzt werde ich ausgedeckt. Sowas kommt davor. Es ist ein Nest! Raus da, Koppel! Finde eine Alternativroute. Ja. Hier würde ich ja gerne langen. Aber wie soll ich denn da hin? Hier ist Commander Lockhart an alle Cell-Mitarbeiter. Unsere Versuche, den Zellzusammenbruch bei den Infizierten umzukehren, sind erfolglos geblieben. Evakuierung ist keine Option mehr. In der ganzen Stadt gilt ab jetzt beim geringsten Verdacht auf Infektion Schießbefehl. Außerdem ist das Nano-Suit-Subjekt Prophet ebenfalls als aktives biologisches Risiko zu betrachten. Prophet muss bei Sichtung erschossen werden. Ah, jetzt denken sie alle, ich wäre ja Prophet, ey. Oh Gott. Ab
Abfuck, ey. Oh, jetzt denken die echt, ich bin ja Prophet, um es ja mal ehrlich zu sagen. Und jetzt denken die wirklich, ich würde es jetzt machen. Oh. Naja, wollen wir mal gucken. Ich muss gleich mal kurz meine Bildschirmdings einstellen. Auf einmal hatte ich nicht mehr Vollbild, sondern... Mal kurz was gucken. Natürlich Vollbild. Bitte einstellen. Beibehalt natürlich. Okay. Oversight 1, wir haben ihn direkt vor der Nase. Roger, bleiben Sie dran. Holen Sie ihn runter. Holy moly. Alter. Oversight 6 und 7. Ihr Abschuss ist bestätigt. Stellung halten. Wir kommen. Okay. Prophet, sehen Sie das, Mann? Sehen Sie das? Muss weniger als ein Block von Ihrer Position entfernt runtergegangen sein. Sie wissen, was das heißt, oder? Das ist unsere Chance. Es wird ernst. Vergessen Sie die Exfiltration. Wir müssen das jetzt nutzen. Holen Sie Proben von der Absturzstelle und bringen Sie sie zu mir ins Labor. Das ist die Gelegenheit, die Spuren zurückzudrängen. Vielleicht sogar die gesamte Invasion. Aber Sie sollten sich beeilen. Dank Lockhart wird es bei der Absturzstelle schon bald von Cell wimmeln. Seien Sie vorsichtig, Erreiche die Absturzstelle und beschaffe Xenogewebeprobe für Gould. Gould heißt er, okay. Gut, das machen wir aber nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge zu Crysis 2. Ich bin der Ingo Weber und dann würde ich euch sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann, haut rein. Tschüss.